So, und dann sind wir auch schon in meinem Garten. Wie gesagt, die Videoaufnahmen jetzt schon vom vergangenen Jahr. Und wie gesagt, so ist es eben ein Handspindelmäher der Firma Wolf Garten geworden. Habe ich relativ günstig bekommen. Ich habe knapp 600 Quadratmeter Rasenfläche mit seiner Schnittbreite von 30 cm natürlich eigentlich viel zu klein. Also für diese große Fläche, gut, da muss man Zeit mitbringen. In einer anderthalben Stunde bin ich da relativ gemütlich durch, ne? Also ohne da jetzt von links nach rechts zu sprinten. Das funktioniert dann schon, ne? Ja, vor allen Dingen war ich natürlich neugierig. Ja, ein bisschen Muskelkraft, also ein bisschen Training, ein bisschen Bewegung kann niemals schaden. Zum anderen habe ich keinen Strom, den ich verbrauche. Und vor allen Dingen gegenüber meinem bisherigen Benzinrasenmäher von anno dazu mal eben auch keine hohe Lautstärke. Das nervt natürlich auch irgendwo die Nachbarn. Und auch der Benzingeruch, also die Abgase, das war eigentlich auch ganz so lecker, ne? Von daher nicht mehr ganz zeitgemäß. Deshalb jetzt dieser Test dieses Mähers mit Muskelkraft. Ja, welche Alternativen hätte man denn zu diesem Handspindelmäher, wenn man den vom Benzinrasenmäher weg will? Da Elektrorasenmäher, dann aber die ganze Zeit das Kabel eben über diese große Fläche, die ich halt habe, gerade das Kabel hinterherziehen, irgendwann bis sie dann doch über das Kabel drüber gefahren, Applaus, Applaus. War auch nicht so ganz komfortabel, dachte ich, nee, nervt mich irgendwie auch mit dem Kabel, lassen wir das. Und eben die Variante mit Akkubetrieb, mit einem relativ hohen Anschaffungspreis für diese Geräte. Und dann kommt man nicht mal mit einer Akkuladung für die ganze Fläche hin, muss dann zwischen noch mal zwischenladen. Das ist dann auch ein Problem, Fakt der Zeit. Ich denke mal, so ein Akku wird dann mindestens eine bis anderthalb Stunden noch mal laden müssen, um da komplett alles fertig zu mähen. Also das kam dann auch nicht in Frage. Ja, wie gesagt, das Chassis ist aus Stahl. Der Mäher mit etwa knapp über 7 Kilo relativ handlich gehalten. Und die Schnitthöhe, die kann man einstellen. Mindestmaß 1,3 cm bis 3,8 cm, also die ganz tiefe Variante. Die funktioniert natürlich nicht. Wenn ich eine Kugelpiste habe, und da habt ihr es auch gerade gesehen im Video, die Kamerafahrt, da war meine Tochter am Stativ, da muss man schon teilweise ziemlich drücken. Also wenn du da den Zeitpunkt verratzt hast, wo du sagen müsstest, jetzt müsstest du eigentlich Rasen mähen, und hier sieht man es auch, der Rasen relativ hoch, und das ist nicht nur Rasen, da sind auch hier und da mal Unkräuter drin, Klee und relativ hoher Anteil, und das kann auch schon mal ziemlich schnell die Spindel blockieren. Also da musst du öfter mal vor zurückfahren, und da sieht man es auch wieder, da wackelt noch so ein Unkraut, Gräserhalm, also die bekommst du eigentlich in der Höhe gar nicht mehr klein, die werden einfach platt gefahren. Das kann die Spindel nicht mehr entsprechend ergreifen. Die Sachen werden in der Regel relativ schlecht geschnitten, also dann lieber der klassische englische Rasen, da sind die Geräte richtig, richtig gut. Aber hier habe ich auch öfter das Problem gehabt, ein bisschen längeres Gras, das hat sich dann in die Spindel gelegt, Spindel blockiert, dann geht es einfach nicht mehr weiter. Beziehungsweise wenn da mal so kleine Ästchen vom Obstbaum irgendwie runterfallen und die verkeilen sich da, ist auch kein Weiterkommen mehr, da muss man ganz schön rumhantieren, um das nochmal hinzubekommen. Ja. Und das sieht man jetzt gerade einfach mal so ein paar Reihen, das ist dann geschnitten, rechts dann, klar, da steht der Klee noch, also ungeschnitten. So ist das Ergebnis. Das Ganze wird dann quasi gemulcht. Na, jetzt auch schon wieder relativ hoch. Also man müsste einfach früher drüber gehen, dann hätte man weniger Probleme. Da ist wieder so ein böser Grashalm, ne? Den kriegst du nicht klein. Wer das gerne machen möchte, da gibt es auch noch einen Schnittfangsack. Aber wobei, da habe ich auch schon böse Zungen gehört. Dann heißt es so 80 bis 90% fliegen da irgendwie an diesem Schnittfang.